Der deutsche Pilot der Luftwaffe, Heinz Gerken, galt bis heute als vermisst. Durch die Analyse der Luftkämpfe der ersten Monate in der Sowjetunion konnte sein Schicksal und das seines vermutlich letzten Gegners, sowjetischen Piloten Oberstleutnant Suprun, geklärt werden von dem Militärhistoriker Michael Timin. Heinz Gerken war ein erfahrener Pilot der 10. Staffel der Abteilung 4 Jagdgeschwader 51, Feldwebel. Für ihn war der Abschuss des sowjetischen Piloten Oberstleutnant Suprun mit seiner MiG-3 der 8. persönliche Sieg. Doch fangen wir von vorne an. Zuerst erzähle ich euch, wer der Oberstleutnant Suprun war, damit ihr besser versteht, auf welchen Gegner Feldwebel Heinz Gerken gestoßen ist. Der große Vaterländische Krieg begann für die Luftwaffe der Roten Armee mit schweren Niederlagen. Buchstäblich in 2 Tagen fegten kontinuierliche Angriffe deutscher Flugzeuge die Formationen der sowjetischen Luftstreitkräfte der Grenzbezirke weg, die sich in Umstrukturierung und Umrüstung befindlichen sowjetischen Jagdfliegerregimenter konnten den deutschen Luftwaffenjägern nicht auf gleicher Augenhöhe entgegentreten. Es wurden Vorschläge erbracht, wie man das Blatt wenden könnte. Ein solcher Versuch, die Situation an der Front zu verbessern, war die Schaffung von Luftregimentern, die mit Testpiloten besetzt waren. Die überzeugendsten Argumente wurden vom Testpiloten, Held der Sowjetunion, Oberstleutnant Stepan Suprun, erbracht. Sein Kamerad, Oberstleutnant Pjotr Stefanowski, beschrieb die Ereignisse später in seinen Memoiren. Zitat: Als er im Radio von dem Angriff Nazi-Deutschlands auf unser Land hörte, ging er sofort nach Moskau, direkt zum Stalin, mit der Bitte, ihm zu erlauben, aus Testpiloten ein Fliegerregiment zu bilden und sofort an die Front zu fliegen. Das ist sehr gut, sagte Stalin, dass die Testpiloten bereit sind, uns an der Front zu helfen. Aber ein Regiment ist nicht genug. Sie können meinen Freund Oberstleutnant Stefanowski anweisen, antwortete Suprun, ein weiteres Regiment von Kämpfern zu organisieren. Es ist immer noch nicht genug, sagte Stalin. Der Krieg braucht Dutzende, Hunderte von Regimentern. Versuchen Sie, so viele Freiwillige wie möglich im Forschungsinstitut zu organisieren. Die Frist für die Bildung der Verbände beträgt 3 Tage. Melden Sie bei Ihrer Ankunft im Institut sofort, wie viele Regimenter Sie in neuen Flugzeugen organisieren können und wer Sie befehligen wird. Alle notwendigen Befehle werden erteilt. Ihnen werden für die Zeit der Ausbildung große Befugnisse verliehen. Auf Wiedersehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Genosse Suprun. Zitat Ende. Stepan Suprun stand für seine Ideen gerade. Er selbst konnte ca. 140 Flugzeugtypen pilotieren und nahm 1940 auch an den Kämpfen in China teil, wo er eine Staffel von Jägern anführte. Stefanowskis Geschichte wird durch einen Eintrag in Stalins Büro Besucherprotokoll für den 24. Juni unter Nummer 19 bestätigt. Suprun, Testpilot, 20.15 Uhr bis 20.35 Uhr. Stefanowski schrieb weiter, Zitat, 3 Tage später wurden Suprun, Kabanow und ich den Kreml gerufen zum Stalin. Ist die Regimentsbildung abgeschlossen? Fragte er sofort Stalin. Als erster meldete sich Oberstleutnant Suprun. Die Hälfte seines Regiments war bereit, an die Front zu fliegen. Der Rest ist einen Tag später fertig. Oberst Kabanow berichtete dasselbe. Nachts ging ein Befehl ein. Die Regimenter sollten am 30. Juni 1941 um 17 Uhr zu ihren Basisflugfeldern fliegen. Zitat Ende. Entsprechend dem Befehl Nummer 044 des Volksverteidigungskomitees vom 27. Juni 1941 wurde befohlen, 10 dieser besonderen Regimenter zu bilden. 401. und 402. Jagdfliegerregiment mit MiG-3-Jägern, 403. Jagdfliegerregiment mit LAK-3-Jägern,
410. und 411. Kampfbomberregiment mit P-2 Sturzkampfbombern, 412. Kampfbomberregiment mit schweren TB-7-Bombern, 420. und das 421. Kampfbomberregiment mit JR-2 Langstreckenbombern, 430. und 431. Sturmfliegerregiment auf IL-2 Erdkampfflugzeugen. Aber keines der Spezialregimenter wurde vollständig mit Testpiloten ausgestattet. Bis zu 50% der Piloten waren aus normalen Armeeregimentern. Die erste Staffel des 401. Jagdfliegerregiments, angeführt von Stepan Suprun, trat bereits am 27. Juni in die Schlacht ein. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Fliegerverbände der sowjetischen Westfront, Westfront analog deutsche Heeresgruppe, die meisten Fliegerverbände der sowjetischen Westfront waren zu dem Zeitpunkt bereits besiegt und die verbliebenen kampfbereiten Regimenter der 43. Jagdfliegerdivision wurden am 26. und 27. Juni in die Region Mogilew verlegt. Nur die I-153 Flugzeuge des 169. Jagdfliegerregiments blieben übrig, um die Richtung Minsk-Smolensk abzudecken. Daher waren die 12 MiG-3 Jäger von Oberstleutnant Suprun am Flugplatz Subovo, 12 Kilometer südlich von Orscha, die einzigen modernen sowjetischen Maschinen an der Front von Borisow bis Polotsk. Aber um den Vormarsch der Deutschen aufzuhalten, mussten hauptsächlich Bodeneinsätze geflogen werden. Vom 27. bis 29. Juni flog die Staffel 126 Einsätze, wobei unter anderem 49 Raketen und 28 FAB-50-Bomben abgeworfen wurden. Sie meldete die Vernichtung von 80 Kfz, 7 bis 8 Panzer und bis zu 2 Kompanien Infanterie. Suprun selbst meldete am 27. Juni den Abschuss eines Aufklärungsflugzeugs HS-126 bei Orscha. Dabei wurden 7 der eingesetzten MiG-3 durch Flakbeschuss beschädigt. Am 29. Juni trafen sowjetische Piloten des 401. Jagdfliegerregiments zum ersten Mal auf deutsche Jäger. In der Gegend von Orscha fand ein ergebnisloser Luftkampf mit 10 Flugzeugen statt, die als Bf-109 bezeichnet wurden. Es waren jedoch eher zweimotorige Bf-110, die an diesem Tag auf sowjetische Flugplätze in diesem Gebiet Angriffe flogen. Das 401. Jagdfliegerregiment flog Kampf- und Aufklärungseinsätze, deckte eigene Bodentruppen und eskortierte Bomber in der Region Borisow, Orscha und Mogilew. 30. Juni bis 1. Juli wurden weitere 100 Einsätze geflogen. 15 FAB-50 und 10 AO-25 Bomben wurden abgeworfen, 12 RS-Raketen abgefeuert. Laut ihrer Meldung wurden 30 Fahrzeuge zerstört, 5 Panzer abgeschossen und 7 Flugabwehrgeschütze unterdrückt. Darüber hinaus wurden 7 Luftgefechte ausgetragen, wobei Sieg über 2 Bf-109 und 2 U-88 gemeldet wurden, ohne Eigenverluste. Bereits am 2. und 3. Juli wurden deutsche Jägerstaffeln weiter östlich verlegt und konnten jetzt besser die weit vorgeschrittenen Bodentruppen decken. Es waren jetzt 7 mit Messerschmitt-Jägern bestückte Gruppen gleichzeitig gegen die Westfront gerichtete. Zweite Gruppe Jagdgeschwader 52, die dritte Jagdgeschwader 53 und die dritte Jagdgeschwader 27 basierten jetzt in Sloboda, 50 Kilometer östlich von Minsk. Die vierte Jagdgeschwader 51 in Jalowica, 40 Kilometer östlich von Minsk, und erste und die zweite Jagdgeschwader 51 schlossen sich dem dritten Jagdgeschwader 51 in Bobruisk an. Asse der Luftwaffe begannen sofort mit der aktiven Arbeit gegen die Luftkräfte der sowjetischen Westfront. Am 2. Juli erlitt das sowjetische 401. Jagdfliegerregiment unter der Führung von Oberstleutnant Suprun seine ersten Verluste in der Luft. 4 MiG-3 wurden
beschädigt und einer wurde von deutschen Jägern abgeschossen. Bei einem Aufklärungsflug in der Gegend von Borisow wurde eine MiG-3-Staffel von Bf 109F von der 12. Gruppe Jagdgeschwader 51 angegriffen. Hauptmann Dubovoy starb und Oberstleutnant Kabyschkin verlor sein Flugzeug bei einer Notlandung. Er selbst kehrte aber am nächsten Tag zum Regiment zurück. Die Siege über die MiGs wurden von Leutnant Herbert Huberts und Feldwebel Herbert Friebel gemeldet. Die sowjetischen Piloten des 401. Jagdfliegerregiments schossen im Gegenzug eine Bf 109 F2, Werksnummer 8132, aus der 11. Gruppe Jagdgeschwader 51 in einem Gefecht zwischen 6 MiG-3 und 9 Messerschmitts nördlich von Borisow ab. Das Regiment flog weiterhin auch Aufklärungs- und Bodenkampfeinsätze. In 5 Luftkämpfen wurden Siege über U-88 und 2 Bf 109 gemeldet. Beim Angriff einer motorisierten Kolonne in der Region Borisow wurden 15 Fahrzeuge zerstört und das Feuer von 5 Flugabwehrgeschützen unterdrückt, laut dem Bericht. Am selben Tag begann das 402. Jagdfliegerregiment mit Flugeinsätzen mit 12 MiG-3. Unter anderem deckten sie den Schienenverkehr zwischen Idrica und Sebesch. Nach 36 Einsätzen meldeten die Piloten den Abschuss einer U-88 durch die Staffel. Am nächsten Tag intensivierte die Luftwaffe ihre Operationen gegen die sowjetischen Flugplätze. Betroffen waren Flugplatz Pronzewka, wo 2 I-153 zerstört und 2 SB-Bomber beschädigt wurden, und Flugplatz Beschenkowice, wo 7 Flugzeuge den Angriffen zum Opfer fielen, 4 I-15Bs, 2 I-16 und 1 SB-Bomber. Das sowjetische 401. Jagdfliegerregiment reagierte mit einem Angriff auf den Flugplatz in der Nähe von Leppel. Die Zerstörung von 18 Flugzeugen am Boden wurde gemeldet, was von deutscher Seite nicht bestätigt wird. Dabei wurden 4 sowjetische MiG-3 durch deutsches Flugabwehrfeuer beschädigt. Insgesamt flog das 401. Regiment am 3. Juli 41 Einsätze, wobei es zu 4 Luftkämpfen kam, in denen 2 U-88 und eine HE-113 abgeschossen wurden. Darüber hinaus wurde im Einsatzbericht ein Sieg von Oberstleutnant Suprun über eine HS-126 in der Region Borisow vermerkt. Das sowjetische 402. Jagdfliegerregiment hatte am 13. Juli 12 Besatzungen um Idrica, die 39 Einsätze flogen und dabei 3 Siege über U-88 meldeten. Ebenfalls wurden Abschüsse eines HS-126 und eines Storch gemeldet. Diese Siege werden nicht durch deutsche Daten bestätigt. Die eigenen Verluste beliefen sich auf 2 im Kampf beschädigte MiG-3, von denen eine bei einer Notlandung zerstört wurde. Am Abend des 3. Juli erreichten die Divisionen des 57. Armeekorps der Wehrmacht die westliche Dwina in der Region Polotsk, und das 39. Armeekorps nahm Leppel ein und begann in Richtung Witebsk und Senno vorzurücken. Verbände des 8. Fliegerkorps der Luftwaffe trugen aktiv zum Vorrücken der Panzerverbände bei und flogen Angriffe gegen sowjetische Flugplätze und Verbände der sowjetischen 22. Armee. Freitag, der 4. Juli, wurde zu einem wahrhaft schwarzen Tag für das sowjetische 401. und 402. Jagdfliegerregiment. Um 6.15 Uhr überfielen deutsche Flieger den Flugplatz Idrica. Wahrscheinlich 2 motorige Bf 110 des Geschwaders ZG 26. Infolge der Bombardierung verlor das 402. 5 MiGs und 7 weitere wurden beschädigt. Eine MiG wurde in einem Luftkampf abgeschossen. Trotz schwerer Verluste flog das 401. Regiment an dem Tag 33 Einsätze und deckte das Gebiet von Idrica und Opotschka.
In Luftkämpfen wurden 5 Siege über Bf 110 und Dornier Do 217 gemeldet. Von Oberstleutnant Stefanowski, Major Kalarasch, Hauptmann Boschivaci, Oberleutnant Chunosov und Leutnant Asonov. Diese Meldungen sind bestätigt durch deutsche Dokumente. Mehrere deutsche Flugzeuge kehrten von Flügen in diesem Gebiet nicht zurück. Die Besatzungen von 2 Bf 110 C5 des Aufklärungsgeschwaders 4 F33, Werknummer 2259 G7 plus VB und Werknummer 2261 H8 plus AM blieben verschollen. Im Polotsk-Nevel-Gebiet wurde eine Dornier Do-17Z, Werknummer 2841, 5K plus HR von der 7. Gruppe Kampfgeschwader 3 verloren. Zwei weitere Do-17Z, Werknummer 3354, 5K plus NT von der 9. Gruppe Kampfgeschwader 3 und Werknummer 2797, U5 plus ZT von der 9. Gruppe Kampfgeschwader 2 wurden beschädigt. Am Abend wurden die übrig gebliebenen MiG-3 zum Flugplatz Velikie Luki verlegt. Wie kam es also zu dem Treffen von Oberstleutnant Suprun und Feldwebel Heinz Gerken? Das sowjetische 401. Jagdfliegerregiment begann den 4. Juli mit einem Einsatz um 6 Uhr bis 6 Uhr 58 bei den Bomben auf deutsche Kolonnen im Gebiet Tolochin-Priyamino abgeworfen wurden. 9 MiG-3, angeführt von Oberstleutnant Suprun, warfen 12 FAB-50 Bomben ab. Laut dem Bericht wurden 15 Fahrzeuge zerstört, bis zu einer Infanteriekompanie und 5 Flakgeschütze wurden bekämpft. Außerdem wurde im Zielgebiet ein Kommunikationsflugzeug abgeschossen, das als Storch identifiziert wurde. Deutsches Flugabwehrfeuer schoss eine MiG-3 ab. Oberleutnant Kruglikow starb. Von 10 bis 11 Uhr eskortierten 9 MiG-3 von Oberstleutnant Suprun 9 SB-Bomber in das Gebiet Priyamino-Krupki, wo eine HS-126 abgeschossen wurde. 15 bis 16 Uhr wurde der Flug in der gleichen Zusammensetzung wiederholt. Im Zielgebiet kam es zu einem Gefecht mit einer von Jägern gedeckten Gruppe deutscher Bomber. Weitere Ereignisse sind aus mehreren Dokumenten bekannt und das allererste ist der Einsatzbericht Nummer 13 des Hauptquartiers der 23. Luftdivision. 213. Schnellbomberregiment, 15 bis 16.20 Uhr mit 12 SB-Bombern, Angriffshöhe 2500 Meter mit Geleitschutz, bombardierte eine deutsche motorisierte Kolonne auf den Straßen bei Krupki. Die Ergebnisse des Angriffs waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht verfügbar. Das 214. Schnellbomberregiment mit 4 SB-Bombern zusammen mit dem 213. Regiment mit Geleitschutz der Kampfgruppe von Oberstleutnant Suprun mit 9 MiG-3. Oberstleutnant Suprun kehrte nicht zu seinem Flugplatz zurück. Details der Schlacht sind in der Geschichte des 263. Jagdfliegerregiments enthalten. Zitat: Über dem Ziel wurden unsere Flugzeuge von 12 feindlichen Me-109 Jägern angegriffen, nachdem 9 unserer Jäger Bomben auf den Kopf des Feindes abgeworfen hatten, begannen sie einen ungleichen Kampf. Oberstleutnant Suprun kämpfte einer gegen 4 gleich in der ersten Minute des Kampfes, flammte eine Me-109 auf und stürzte in den Boden. Die zweite wurde getroffen und verließ die Runde. Ein weiteres Paar Me-109 gesellte sich zu den verbliebenen 2 Geiern. Genosse Suprun kämpfte mehr als 20 Minuten lang in diesem ungleichen Kampf. In diesem Kampf starb der geliebte Kommandeur des Regiments, der Held der Sowjetunion, Stepan Pavlovich Suprun, nachdem er ein feindliches Flugzeug abgeschossen und ein weiteres beschädigt hatte. Den Tod eines Helden. Insgesamt haben unsere Piloten in diesem Kampf 2 HE-111 und eine ME-109 abgeschossen und 4 beschädigt. Unsere Verluste, Genosse Suprun starb und Oberstleutnant Astapov sprang mit einem Fallschirm heraus. Zitat Ende.
Die Dokumente der sowjetischen Seite und die Memoiren von Chomyakov bestätigen die Abschussberichte der Piloten der Gruppe 4 Jagdgeschwader 51, die von 15.25 Uhr bis 16.30 Uhr Moskauer Zeit mit allen drei Staffeln im Raum Borisow operierten. Deutsche Jäger trugen mehrere erfolgreiche Schlachten aus und errangen Siege über 10 SB-Bomber. Außerdem schoss um 15.35 Uhr ein als CKB-19 identifizierter Jagdflieger von Feldwebel Heinz Gerken ein sowjetisches Jagdflugzeug ab. Für Gerken wurde es der 8. persönliche Sieg. Den Dokumenten nach zu urteilen, die durch die Erinnerungen der Teilnehmer bestätigt werden, konnten die Piloten die Umstände des Todes ihres Kommandanten nicht genau beschreiben, da sie bereits vor Beginn der Schlacht den Sichtkontakt zu ihm verloren hatten. Suprun Smik war in den Dunstwolken weit voraus und höher als die Hauptgruppe. Die Version eines langwierigen Kampfes mit einer Gruppe deutscher Jäger wurde offensichtlich später erfunden, um dem Tod des Helden der Sowjetunion so viel Heldentum wie möglich zu verleihen. Bereits am 8. oder 9. Juli übergab einer der Anwohner dem Hauptquartier der 23. Luftdivision Abzeichen, Medaille, angebrannte Dokumente und eine TT-Pistole von Oberstleutnant Suprun. Es stellte sich heraus, dass die Bewohner der Dörfer Monastery, Pankowici und Zurnovka zu Augenzeugen wurden, wie ein beschädigtes Flugzeug am Waldrand notlandete. Der Pilot schaffte es nicht aus dem Cockpit und starb in Flammen. Die Berechnung des zeitlichen Ablaufs vom Abflug bis zu den Meldungen der Piloten und Abschussberichts von Hauptfeldwebel Gerken ist folgender Hergang am wahrscheinlichsten. Der weiter voraus und höher fliegende als die Hauptgruppe MiG-3 von Suprun näherte sich der Stadt Krupki und wurde von einer Gruppe Bf-109 Jägern der 10. Gruppe Jagdgeschwader 51 angegriffen und abgeschossen. Deutsche Dokumente könnten Aufschluss darüber geben, ob dies in einem angespannten Kampf geschah oder ob das sowjetische Ass zum Opfer eines Überraschungsangriffs wurde. Aber sie sind nicht vorhanden, so dass wir die Details möglicherweise nie erfahren werden. Stepan Suprun versuchte, das zerstörte Flugzeug zum Flugplatz zu bringen, flog 30 Kilometer vom Schlachtfeld weg, konnte den Flug jedoch aufgrund von Schäden am Flugzeug oder seiner Verletzungen nicht fortsetzen. Er hatte die Kraft für eine Notlandung, aber er konnte das brennende Flugzeug nicht mehr verlassen. Im Jahre 1960 wurde sein Flugzeug und seine Überreste gefunden und er wurde in Moskau bestattet. Für das junge deutsche Ass Heinz Gerken war der Sieg am 4. Juli 1941 der letzte oder der vorletzte. Am Morgen des 26. Juli wurde er in der Region Jelna abgeschossen und geriet in die Gefangenschaft, aus der er nicht zurückkehrte. Das 401. Jagdfliegerregiment behielt seine Kampfbereitschaft. Das Regiment hatte erfahrene Kommandeure und trotz des wachsenden Drucks seitens der deutschen Luftwaffe kämpfte es weiter. Jedoch, was passierte mit dem Gerken? Darauf gehen wir als nächstes ein. Wie gesagt, galt Feldwebel Heinz Gerken bis jetzt als vermisst in Deutschland. Feldwebel Heinz Gerken war trotz seines niedrigen Dienstgrades ein erfahrener Jagdflieger. Er diente vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 2 Jahre lang und nahm an den Kämpfen in Frankreich und um die britischen Inseln teil. Die Karriere des Asses, die an der sowjetisch-deutschen Front erfolgreich begann, endete bereits am 26. Juli 1941. An dem Tag wurde er abgeschossen. Gerken, ein hartnäckiger Kämpfer, gab nicht auf, sondern versuchte sich 4 Tage lang zu den eigenen durchzukämpfen. Nach seiner Gefangennahme wurde er von der NKWD verhört. Nachfolgend die Übersetzung des Befragungsprotokolls. Heinz Gerken, geboren 1916. Ab seinem 15. Lebensjahr arbeitete er in einem Sägewerk. Deutsch, geboren in Sachsen, der Stadt Zwickau. Mutter lebt noch, sein Vater war Eisenbahner und starb 1925. Hat keine Briefe von der Verwandtschaft erhalten. Dienstgrad Unteroffizier. Er diente im 51. Luftgeschwader.
1936 trat er als Freiwilliger in die Armee ein. 1937 absolvierte er die Flugschule. Er diente als Kampfpilot. Das Geschwader traf in Orscha bei Brest-Litovsk von Mannheim nach Minsk ein. Über die Stimmung der Soldaten sagt er, dass die Soldaten mit dem Krieg zufrieden seien. Persönlich bringt der Krieg den Soldaten nichts. Sie führen den Befehl des Führers aus, Deutschland vor dem Angriff Englands zu verteidigen. Er wurde unter folgenden Umständen gefangen genommen. Am 25. Juli flog er zur Aufklärung in die Region Smolensk mit der Aufgabe, die russischen Bodentruppen aufzuklären und mit dem 60. Geschwader in der Nähe von Smolensk die Kommunikation herzustellen. In einem Luftkampf wurde er von einem sowjetischen Jäger abgeschossen, landete erfolgreich am sowjetischen Gebiet und versuchte, zu den eigenen Truppen zu gelangen. Wurde jedoch am 30. Juli 1941 von den NKWD-Truppen festgenommen. Über die Verluste seines Verbandes spricht er nicht. Er hat das Eiserne Kreuz der 2. Klasse für die Teilnahme am Westfeldzug gegen Frankreich. Er hat nicht über die Gründe für den Krieg gegen die UdSSR nachgedacht. Soldaten sollen nicht denken, der Führer denkt für sie. Vom Krieg mit Russland erfuhr ich an der Grenze. Uns wurde gesagt, dass England Russland gegen Deutschland aufhetzt. Russland konzentrierte eine große Armee an unserer Grenze. Das war eine große Bedrohung für Deutschland. Wir wollten Russland beseitigen und dann England besiegen. Zitat Ende. Aus dem Protokoll geht klar hervor, dass Gerken Angaben macht, die nicht der Realität entsprechen. Tatsächlich sagte er außer der Nummer seines Geschwaders nichts richtig. Er gab Orscha als Basis seiner Gruppe an, obwohl 4. Gruppe Jagdgeschwader 51 in Wirklichkeit in Schatalowo stationiert war. Er schwieg bescheiden über seine Erfolge im Krieg an der sowjetisch-deutschen Front, obwohl er die ersten beiden Siege am 29. Juni verkündete und das letzte, 9. Flugzeug am 4. Juli abgeschossen wurde. Gerken verfälschte sogar den Tag seines letzten Fluges. Aus deutschen Quellen ist bekannt, dass die Messerschmitt Bf 109 F2 Werksnummer 12874 mit taktischer Kennung Weiß 5 nach einem Gefecht mit sowjetischen Bombern verloren wurde, südöstlich von Jelnia. Interessanterweise wurde im selben Gebiet und vermutlich in derselben Schlacht das Flugzeug eines anderen, frisch gebackenen Asses der 10. Gruppe Jagdgeschwader 51, Leutnant Horst Hase, schwer beschädigt. Leider wurden die Einsatzdokumente der Gruppe 4 Jagdgeschwader 51 für den Sommer 1941 bis heute nicht in den wissenschaftlichen Umlauf gebracht und am 26. Juli hatten sowjetische Piloten nicht über Luftsiege im Gebiet Jelnia berichtet. Es ist möglich, dass die Messerschmitts von Gerken und Hase von P-2 oder IL-2 Sturmowix der 10. Luftdivision abgeschossen wurden, die in der anschließenden Schlacht selbst von deutschen Jägern abgeschossen wurden, da die sowjetische Division an dem Tag 4 IL-2 und 8 P-2 Bomber verlor. Es besteht die Möglichkeit, dass Gerken von einem sowjetischen Jäger abgeschossen wurde, dessen Pilot den Fall der Messerschmitt nicht gesehen und seinen Erfolg nicht gemeldet hat. Die Sucharbeiten gehen weiter und es ist wahrscheinlich, dass diese Geschichte später ergänzt wird. Heinz Gerken überlebte den Krieg nicht. Im Herbst 1942 starb er in einem sowjetischen Kriegsgefangenenlager. Zum Schluss möchte ich mich an jeden von euch wenden. Wie ihr wisst, spinnt YouTube ein bisschen rum, wenn es dabei geht, um Bilder mit Hakenkreuzen oder um Kriegsbilder darzustellen. Zusätzlich habe ich Mitschnitte aus Aufnahmen aus dem Krieg, die ich natürlich mit meinem Budget nicht bezahlen kann. Das bedeutet, YouTube wird dieses Video, wie auch viele andere Videos von mir, demonetarisieren. Deswegen bin ich stärker als andere auf eure Unterstützung angewiesen. Für diesen Beitrag hier habe ich 2 Monate recherchieren müssen. Es basiert zwar auf einem Artikel von einem Historiker, Michael Timin, jedoch musste ich noch eigene Recherchearbeit investieren, um
mehr Informationen über Heinz Gerken zu gewinnen. Aber umso wertvoller ist das, was letztendlich rauskommt. Das ist so meine Meinung. Wenn ihr also mehr solche Beiträge haben wollt, dann bitte unterstützt mich. Alle Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.